Willkommen hier zurück bei Minecraft. So, ich habe gerade mal das Schwert repariert. Endlich. Jetzt haben wir auch wieder das bessere Eisenschwert. Treue weiß ich ehrlich gesagt jetzt gerade nicht, was Treue ist. Wofür das gut ist. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Deswegen, ja, erstmal egal. So, hatte ich hier eigentlich irgendwas reingetan? Nee, pass mal auf. Ich mache mal eben gerade Folgendes. Es wird auch gleich schon wieder hell. Ich stelle die Kiste mal hier vorne hin. So, und den Amboss, das lassen wir erstmal alles da. So. Ich würde mal ein bisschen sortieren wenigstens. Hier so tierische Sachen, die lege ich mal hier oben rein. Und wenigstens ein bisschen Ordnung haben, damit ich nicht hier komplettes Chaos versinke. Ne, hier auch diese Essenssachen, den Apfel und sowas, das lege ich mal da rein. So, die Essenssachen und Äpfel etc., das kommt hier rein. So, warte mal, was haben wir denn? Rote Beete, Kürbis und Weizen hätten wir auch. Und wir haben hier auch Wasser. Melonen, rote Beete, Kürbis. Kartoffeln sind leider schon gemacht, aber ist egal. Wir könnten doch hier eigentlich... Ich weiß jetzt nicht, ob man auf dem Boden hier Farming betreiben kann. Das sieht eigentlich nicht so aus. Gut, dass wir Erde dabei haben. Gut, dass wir Erde dabei haben. So, noch einen. Ja, dann machen wir da Wasser hin. Soll jetzt kein großes Feld werden. Es geht mir nur darum, dass ich ein bisschen Essen dabei habe gleich. Weil ich habe Angst, dass mir das ausgeht. Das wäre schlecht. So, wir hatten doch hier irgendwo noch Erde. Da vorne ist noch Erde. Daran mangelt es doch jetzt nun wirklich nicht. Glücklicherweise. Ich glaube, das ist auch wieder so ein Fehler von der... vom Map-Editor hier. Ich glaube nicht, dass das gewollt ist, dass hier Erde spawnt. Bin mir halt nicht ganz sicher. Kann sein, kann nicht sein. Gut, dass wir hier Wasser haben. So, das wird anscheinend doch ein längerer Aufenthalt, wenn ich das hier so sehe. Oh Mann. So, zack, Wasser hin. Okay, zack, zack, zack. Wir können ja auch Brot backen. Ich meine, das ist ja egal. So, wir haben das auf jeden Fall. Dann können wir hier das Essen mal reintun oder so. So, Weizen möchte ich einpflanzen. Was möchte ich denn noch einpflanzen? Und vielleicht rote Beete. Kann man die so essen? Ich weiß es gar nicht. Kürbis? Was halt denn mehr? Melone oder Kürbis? Ist eigentlich egal, ne? So, Weizen mache ich mal dahin. So, Melonen. Ja. Gehen die darüber. Da. Da und da. Das müsste eigentlich passen. Sehr gut. Gut, haben wir ein bisschen Farmung. Farmung. Ein bisschen Farming auch hier. Ist doch schön. So, ein paar Steine nehme ich gleich mal mit rein. Roter Sand, den können wir hier mit reinpacken. Steine brauche ich gleich zum Bauen. So, wo wollte ich denn die Gleise und so mal reintun? Gleise können wir mal hier erstmal hier hinten. Die brauche ich ja gar nicht. So, Gleise. Ich sag leise, Gleise. So, das Buch. Pack ich mal hier bei die wertvolleren Sachen. Die lege ich draußen rein gleich. Erz, habe ich gesagt, mache ich hier hin. So. Zack. Dann sieht das doch gar nicht mehr so schlecht aus. Perfekt. Gut, so. Und die Hoe, also die Harke, die lasse ich auch erstmal hier. So, bei den Farming-Sachen, ne? So, dann kann das erstmal ein bisschen sich aufladen. Das packen wir hier hin. So, ein paar Pfeile habe ich auch noch. Ein paar Fackeln können wir uns noch machen. Damit die mir nicht ausgehen. So. Dann wollen wir mal den Spawner ausschalten. Und vielleicht mache ich hier auch noch einen kleinen Weg über den Fluss, wenn ich Lust habe. Mal gucken.
So, ich mache hier mal eben zack. Mir wohlgenährt hineingehen. So, wo war ich? Da unten wollte ich noch nicht rein. Erstmal machen wir hier oben klar Schiff. Eieieiei. So, vielleicht sollte ich mir auch schon mal ein paar Steine auf Dings legen, nur für den Fall. Was war hier eigentlich? Hier war gar nichts, ne? Oh. Oh. Guten Tag. Ja, natürlich hast du mich noch getroffen. Natürlich. Der mich einfach nicht trifft, der kleine Pinner. Der kleine Pinner. Ja. So, dann hier erstmal. Gehen wir erstmal hier weiter. Ich will jetzt erstmal hier vorne die Spinnen ausschalten. Die scheinen hier noch einen zweiten Spawner am Start zu haben. Weil eigentlich müsste hier genug Licht sein, dass hier keine Spinnen mehr spawnen. Aber vielleicht waren die auch einfach noch übrig geblieben. Ich mache jetzt die Spinnenweben erstmal alle weg. Weil hier ist eigentlich nichts mehr, ne? Siehst du ja. Ich glaube, die waren einfach noch übrig vom Schützenfest. Hier dürfte eigentlich nichts mehr spawnen. Da ist noch eine Kiste. Geil. Also kistentechnisch werden wir hier sehr viel Glück haben. Und das freut mich. Denn dann können wir hier auch ordentlich Ausrüstung zusammenkriegen für später. Für unsere anderen Exkursionen, die wir vielleicht noch vorhaben. So, erstmal absichern hier. Nur für den Fall. So, Lapis und Nametag. Ja, wir können endlich weitere Sachen benennen, wie zum Beispiel unsere Hunde mal irgendwann oder so. Nice. So, da ich ja gesagt habe, ich baue die ab, machen wir das auch. Fackel setze ich da jetzt aber keine hin. Das brauchen wir nicht, nur bei den Sachen, die draußen sind. Ich gehe erstmal geradeaus. Da geht's schon wieder runter. Ich bleibe erstmal auf der Ebene hier, nur für den Fall. So, ich glaube, ich kann nachher eine Schiffstour machen, nur mit Gleisen. Da wette ich mit. Ah, hier hört schon wieder auf. Da hört's doch auf, mein Gott. Na gut. Ausnahmsweise. Da müssen wir wohl doch eine Etage tiefer. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber gut. So, wir können auch Folgendes machen für Sachen, die wir schon soweit haben. Mache ich immer gerne diesen, damit ich da nicht nochmal hinrenne. So, das heißt, hier hinten geht's runter und jetzt gucke ich mal hier noch, ob es hier noch irgendwo auf der Ebene weiterging, aber ich glaube, das war es dann auch. So, ich mache hier mal wieder zu, ne? Ich habe zwar gleich keine Steine mehr, aber wir haben noch, wir können ja gleich noch ein bisschen Stein abbauen. So, ich glaube, dann haben wir hier auf der Ebene alles, ne? Das müsste es doch dann gewesen sein. Weil dann können wir nämlich wirklich eine Etage tiefer. Die Frage ist, ob ich nicht erstmal hier vorne einen tiefer gehe. So, und schon haben wir wieder Steine. So schnell geht das. Ne, ob wir... Also nicht da, sondern... Warte mal, hier... Ach, hier ging es ja auch noch lang. Ne, warte mal. Ganz am Eingang, weiß ich, war auch noch ein Weg nach unten. Vielleicht sollte ich den erstmal nehmen. Nämlich hier. Hier war lange keiner mehr drin. Da sind schon Fledermäuse. Also, ne? Wer zu viel Scary Movie geguckt hat, der weiß, wovon ich rede. So. So, haben wir ja auch ein bisschen Gegeige jetzt gerade drin. Ach Gott, hier geht's ja gar nicht weiter. Ja gut, dann hat sich das gerade erledigt. Dann nehme ich nur die Kohle mit, die wir hier haben. So. Wobei dieses Baum, das ist eher so Richtung Asien, ne? Also. Ja, dann können wir hier eigentlich zumachen. Hier brauche ich ja dann gar nicht weitergehen. Dann mache ich hier zu. Nehme ich die Fackeln wieder mit. Das bringt ja jetzt nichts, hier unten weiter zu graben.
dann mache ich doch hier einfach zu und weiß, aha, da ist nichts mehr. Das habe ich nämlich in meiner anderen Welt auch so gemacht. Immer wenn dann Abzweigungen waren, die ins Leere gelaufen sind, die habe ich einfach zugemauert, damit ich weiß, okay, da ist nichts mehr. Ne, oder auch sowas hier. Gut, das ist ja auch offensichtlich, aber manchmal hast du auch Gänge, die führen einfach ins Irgendwo. Moin, guten Tag. Ja, fast wäre geplatzt vor Freude. Ja, okay. Das können wir so gelten lassen. So, ich leuchte hier mal die Hütte aus. Ach, guck mal, da geht schon wieder raus. Ich sag ja, das hängt alles zusammen. Der ganze Kram hier. Oh ja, ist ja voll die geile Halle hier. Meine Güte, das ist ja, da ist ja fast nicht auszuhalten. Ruhe. Ich arbeite hier. Nimm bewusst mal wieder ein paar Steine mit. So, bisher kommen wir mit dem Bogen ganz gut klar. Wir haben nicht mehr so viele Pfeile. Ich muss mal gucken, dass ich den wirklich nur im Notfall benutze. Oder wenn ich so snipertechnisch irgendwo unterwegs bin. Und auch sowas hier habe ich dann immer ordentlich zugemacht, weil ich halt nicht wollte, dass man hier versehentlich dann... Weil das ist auch super zum Verlaufen hier, diese Dinger. Diese Säulen hier. Die baue ich dann immer ab, damit man da einen besseren Überblick hat. Draußen, ne? Wahnsinn. A, weiß ich dann, A, ich bin hier gewesen und B, kann man sich besser umschauen. Ach, guck mal hier. Ja, das wird noch richtig lustig. Ach, ich mag unser kleines Haus. Ich mag es. Auch wenn wir, wie gesagt, nicht wirklich schön verziert haben oder irgendwas. Ist das schon wieder eine Kiste? Ne, ich dachte gerade. Aber ist egal. Ist ja nur eine temporäre Hütte, gerade für ein bisschen Lager. So, Gleise nehmen wir mit. So. Ich glaube, hier wird auch nicht mehr viel sein, ne? Da unten ist jetzt... Ja, das sind hier nur so Außenluken einfach. Hier ist nicht wirklich viel, außer ein paar Gleise. Da geht's auch nicht weiter, ne? Ne, da nehmen wir nur die Gleise gerade noch mit. Dann sind wir auf der Etage hier schon fertig. Wundervoll, dann lasse ich das so. Das baue ich jetzt nicht zu. Nur bei längeren Gängen, die dann einfach, wenn du dann runtergehst und denkst, ach scheiße, hier war ich schon. Ich habe mich so verlaufen teilweise in meiner anderen Welt. So, hier war noch Kohle. Ich hoffe natürlich, dass wir nicht da noch... Ich meine, es wäre zwar schön, wenn da noch irgendwo eine Schlucht käme oder irgendwas Größeres, aber auf der anderen Seite... Ich weiß nicht. Mich wundert, dass wir noch kein Eisen gefunden haben. Bis jetzt nur Gold, Kupfer und Kohle. Ich meine, ich kann zwar aus Gold auch eine Spitzhacke machen, aber die hält... Ja. Bis nächste Woche Sonntag oder Montag und das war's dann. Also gar nicht. Im Prinzip. Guten Tag, Dennis. Tut mir jetzt aber leid. Nicht. So, ein bisschen Fleisch. Noch mehr Gold. Meine Güte, die übertreiben es aber wirklich hier. Da ist nee, ist kein Eisen. Scheiße. Ihr seht das jetzt nicht. Ich habe gerade die Arme so nach vorne gemacht, weil er da so... Ich komme hier nicht rauf. Komische Zombone. So. Beppo und Zombone. Keine Ahnung. Junge, also an Gold wird es uns in Zukunft nicht mehr mangeln. Das kann ich dir sagen.
die Ecke auch. Oha. Oha, da geht's ja richtig rein. Na gut. Ja, ich weiß, da war Kohle, aber ich will erstmal sicher gehen, dass hier nicht doch noch irgendwas ist. Ja, das war's nämlich schon wieder hier. So, den Gang hier würde ich zum Beispiel jetzt wieder zumauern. Das macht überhaupt keinen Sinn, hier nochmal reinzugehen. Das ist wieder so ein Kandidat, ne? So, das macht hier nämlich keinen Sinn. Die Kohle nehme ich aber noch mit. Mal gerade ein bisschen Licht machen da unten. So, spitzhackentechnisch war es das gleich auch wieder. Ich habe ein bisschen zu früh zugemauert, wa? Ach ja, das wird, ich sag's euch, das wird lustig hier. Das wird voll die lustige Experience hier. Ich bin gespannt, was uns hier noch erwartet. So, das reicht, ne? Geht ja nur darum, dann sehe ich das sowieso schon. Ah, da hat der Gelson zugemauert. Da brauche ich nicht mehr rein. So, darauf habe ich gewartet. Ich könnte auch erstmal mit Steinspitzhacken arbeiten, weil wir haben nicht mehr so viel Eisen. Oh, ich muss ein bisschen sparen, ne? Aber wir haben... Alter, ernsthaft? Ich habe so viel vermauert hier. Das ist jetzt schlicht. Ach komm, eine gönne ich mir noch. Eine gönne ich mir noch. Hier wird ja wohl irgendwo Eisen sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass hier jetzt einfach kein Eisen mehr kommt. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich kann jetzt natürlich auch sagen, ja, komm, bei dir vor der Haustür gibt es bestimmt auch tiefe Höhlen. Ja, mag ja alles sein, aber erstens habe ich in so einem Gebiet hier noch nie gelootet und oder beziehungsweise gefarmt oder was auch immer. Und B, warum denn immer nur im langweiligen Wald rumeiern? Ich meine, Gelson ist ja auch ein Abenteurer. Der ist ja nicht nur jetzt unbedingt, er möchte sein Leben neu beginnen, aber er möchte natürlich auch ein bisschen was erleben. Das ist ja jetzt kein Eremit, der sich irgendwo einsam in eine Berghütte zum Sterben zurückzieht. Also das ist ja nun nicht... Er ist ja aufgebrochen, um ein neues Leben zu beginnen. Und auch, warte mal. Und auch, um, Abenteuer zu bestehen, die ihn vielleicht noch erwarten könnten. So, ich mach mal hier den. Weil dann weiß ich, hier bin ich schon gewesen und hier kommt man auch rein. Ist das nämlich auch alles im grünen Bereich? So. Oha. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Es mag noch andere Möglichkeiten geben, sicherlich, aber ich mache das gerne so, weil dann weiß ich, aha. Da war ich, da ist nichts, da mache ich zu und dann verläuft man sich auch nicht mehr so leicht. Ich meine, schwierig wird es bei so Minen sowieso, wenn die mehrstöckig sind. Dann wird es ja sowieso richtig, richtig lustig. Kann es vielleicht sein, dass es in dem Biom hier kein Eisen gibt? Das wäre extrem schlecht, weil dann bin ich irgendwann out of Eisen. Müsste ich zwischen den Folgen nochmal heimfahren und ein bisschen Eisen holen. Weil allein der Amboss hat mich jetzt sehr viel Eisen gekostet. Der war richtig teuer. Und das alles nur für einen Angriffspunkt mehr auf dem Schwert. Aber der ist mir wert. Huch. Da wurde es doch auf einmal dunkel. Nee, das mache ich nicht. Ich wollte gerade Shift machen, aber nee. Dann habe ich nämlich alle verbraten. Ach, hier ist sowieso Ende. Ja gut, dann. Dann nehme ich sie wieder mit. Wieder eine Abzweigung, die wir verschließen können. So, da habe ich noch ein bisschen Andesit. Zack, so. Dann ist hier nämlich auch dicht.
Wir könnten jetzt auch noch hier dicht machen, aber ja, nee. Ich will ja auch noch ein bisschen weiter reingehen hier. So, hier vorne war, glaube ich, genau, hier war das. Das könnte man jetzt auch komplett verschließen, aber ja, ist ja jetzt im Prinzip auch ein Blindgang, ne? Aber ich glaube, ich lasse das jetzt mal offen. Jetzt müsste ich jetzt die Fackeln alle wieder abmachen, das sehe ich irgendwo nicht ein. Was ist da? Ach so, das war auf der anderen Seite. Stimmt. So, hier haben wir noch Gold übersehen. Oh Mann. Sieht inventartechnisch aus. Wunderbar. So, hier war ich noch nicht. Das war die andere Abzweigung. Aber hier ist es gerade sehr ruhig. Ich glaube, hier kommt nicht mehr viel. Hier sind keine Gegner und nix. Ich könnte gleich echt ohne Witz Goldspitzhacken machen. Aber Goldspitzhacken haben eine Haltbarkeit, wie gesagt, von nicht gut. Die halten einfach nichts aus. Was da? Da geht's noch auf eine obere Ebene. War ich da schon? Jo, alles klar. Das ist wieder so ein Verarschgang hier. Alles klar. Ja gut, dann... Hier war ja auch nichts mehr, glaube ich. Warte, ich gehe noch hier nochmal gerade gucken. Dann können wir jetzt hinten weitergehen. Da habe ich nämlich dicht gemacht. Dann gehen wir jetzt hinten die Treppe runter, oder? Was anderes fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja, ich glaube, das machen wir auch. So, hier ist der Haupteingang gewesen. Nee, das war nicht der Haupteingang. Ach, ist einfach schön hier, ne? Hier war nur die große Halle. Was war denn hier noch? Genau nichts. Ist noch was zum Zumauern dabei? So. Da war auch nichts. Ja gut, dann gehen wir vorne die Treppe runter. Dann müssen wir jetzt tiefer hinein. Was war das? Was war das für ein Geräusch? Ah, Zombie. So, warte. Entschuldigung. Ich muss mal gerade gucken, war das hier oder war das... Das klingt wie ein Ertrunkener, oder? Ist das ein Ertrunkener? Nee. Nur für den Fall. So, wo waren denn diese Trappen? Ich muss mal eben gucken. Die waren, glaube ich, ganz vorne, ne? Eben schnell schauen. Ich glaube, die waren ganz vorne am Eingang. Oh, ich habe noch Kohle übersehen. Oh nein. Und noch Gold, natürlich. Boah. Also goldtechnisch, ne? Da kannst du dir ein Palast bauen aus Gold. Ich meine, wenn ich gerade in Creative Mode geht und da irgendwas mit Gold bauen will, dann könnte man hier auch einfach sich alles natürlicherweise holen. Das dauert natürlich länger, aber... Ich glaube, hier kannst du wirklich dir ein kleines Haus schon mal aus Gold bauen. Aus Rohgoldblöcken oder was auch immer. So, ich mach mal eben, falls ich wegrennen muss, mache ich mal hier ein bisschen zu. Hier geht... Wow. Okay. Gut, haben wir die auch zu Ende erkundet? Nee, ich baue nicht alle Gänge zu, weil die Ecke haben wir sowieso gleich. Und dann markiere ich das noch am Eingang irgendwie. So, und wehe jemand fragt, ob wir das alles brauchen. Die Antwort ist immer ja. Grundsätzlich. So. Ob ich das Gold alles brauche, weiß ich nicht. Aber ich werde es trotzdem mit ja beantworten. So. Damit ist die Diskussion beendet. So. Dann haben wir das auch hier. Okay, dann müssen wir doch wieder ganz zurück. Ich sollte nicht so viel sprinten, aber wir haben jetzt zum Glück die Nahrungsversorgung haben wir ja gesichert, immerhin. So, hier mache ich mal wieder ein bisschen zu. Aber hier ist zum Glück alles ruhig jetzt. Wir haben hier den Spawner auf Seite geräumt. Das heißt, hier ist jetzt auch für Zukunft. So, hier unten war irgendwo noch, ging es noch rechts ab oder links.
Da ging es doch auch noch runter. Ach nee, das war das. Das habe ich ja auch schon ge... Dann sind wir hier durch, ne? Dann sind wir hier tatsächlich durch in der einen Ecke hier, wenn ich das jetzt richtig sehe. Es hat zwar noch komisch gegluckst, aber das haben wir ja auch durch. Ja, dann müssen wir jetzt Uhrzeigersinn technisch wieder weiter. Dann ist ja alles wunderbar. Gut. Ich mache aber gerade mal das Inventar leer. Wenn wir schon hier sind. So, hier ist aber noch was. Was ist denn hier noch? Ach so. Doch so viel. So, das Holz behalte ich. Mach hier nochmal gerade den Eingang zu. Damit ich nicht auf die Idee komme, da nochmal reinzurennen. So. Gut, alles klar. Dann haben wir die Ecke auf jeden Fall schon mal ausgekundschaftet. Dann können wir da als nächstes vielleicht rein. Wobei ich befürchte, dass bei den manchen, also dass bei vielen Eingängen wahrscheinlich einfach nichts ist. Und doch alles. So, wächst das hier? Das wächst ganz gut, ne? Vielleicht ein bisschen langsamer als woanders, aber... So, Erz habe ich gesagt. Hier, guck mal, schon 15 Lapis gefunden. Alter, und schon fast 2 Stacks Rohgold. Wow. Das können wir auch gleich mal schon mal verarbeiten, glaube ich. Ich mache mal die Sachen, die wir schmelzen können, hier unten hin. So, dann, das kommt hier rein. Ne, die Gleise hatte ich woanders. Die hatte ich oben. So, die Samen sind draußen. Die Kohle, die können wir eigentlich auch hier rein tun. Beziehungsweise, warte, ich nehme ein 64er Stack für den Ofen draußen mit. Ja. So, dann machen wir das so rum. Und das verrottete Fleisch. Warte mal. Hier ist Holz und sowas. Schwarzeichenholz ist das. So, Schnürchen, das hier. Was war das? Rote Beide. Die Rote Beide. So, Rote Beide, Beide, Beide. Das machen wir da rein. Wo packe ich denn den Name Tag mal rein? Ich glaube, das mache ich mal offscreen. Ne? Ich mache offscreen, glaube ich, mal ein bisschen Ordnung hier. Das ist ja furchtbar. So, da habe ich noch ein paar Fackelröhres. Wir könnten auch gerade mal noch ein, vielleicht einen zweiten Ofen bauen. Dann geht das ein bisschen schneller. Passe mal auf. Wo kriege ich jetzt auf die Schnelle ein paar Steine her? Ich habe natürlich so viele Steine eben alle verbraten. Wo kriegen wir jetzt Steine her? Da hinten. Sehe ich dort Stein? Ja. Hallo, Kois. Können wir auch mal bald holen, ne? Mal Koi-Karpfen für daheim. So. Fünf, sechs. Sechs Stück brauchen wir für den Ofen, ne? Ich glaube schon. Ja, dann geht das einfach ein bisschen flotter. Ich könnte zwar auch einen Schmelzofen noch bauen, aber ich lasse den normalen. Weil falls ich mir noch ein bisschen Nahrung machen will. So, dann würde ich sagen. Ja, moin. Auch schon wach. Es war ein bisschen mehr. So, haben wir hier auch noch ein bisschen Stein irgendwo. 6 Stück brauchen wir für den Ofen, Angus. Ja, ja, 6 Stück. Mm. Ach, Mann. ja. Komm, ich mach das. Ich mach das später. Ich mach das später. So, was verhüten wir denn mal zuerst? Erst das Gold, ne? Machen wir erstmal das Gold. So. Dann lasse ich die Steine gerade mal hier und das auch, weil ich das ja hier noch verarbeiten will. So, die Erde lasse ich auch hier. Das wächst alles. Oh, guck mal hier, Kürbis. Wunderbar. Der Kürbis. Oh, die haben mir ganz schön auf den Kopf gegeben. Guck mal. Mein lieber Mann, das ist aber... So, das haben wir. Dann würde ich jetzt da nochmal gucken, wo ich gerade die Steine abgebaut habe, ob da noch was ist, weil da ist auch ein schöner großer Eingang.
Da können wir nämlich auch noch rein. So, die Schaufel ist sowieso gleich im Hintern. So, lass mich mal gucken. Wo geht's denn hier rein, Freunde? Schon geht die Musik ab. Schon wieder Gold. Ich lasse das Gold jetzt mal gerade da. Ich will erstmal gucken, ob hier irgendwas ist. Ja, okay. Nein. Das lohnt sich nicht hier. Aber ich gehe davon aus, dass mindestens eine größere Mine hier dabei ist. Also mindestens eine. So, da rudern die Wikinger im Bode hervor. Im Bode. Im Boote. So, dann war das hier gar nichts. Was denn hier eigentlich? Warum ist hier so ein einzelner Holzblock? Das ist voll der Fake-Block. Das führt nämlich hier zu nichts. Okay, dann Fackel hier hin. Ist auch nicht irgendwo noch ein versteckter Eingang irgendwo? Nö. Na gut, dann weiter bis zum nächsten. Wir haben ja hier noch ein paar Eingänge. Da ist nichts. So, da geht's noch einfach. Wie weit geht's hier um die Ecke? Warte mal. Was ist da? Das ist zu. Ja gut, dann gehen wir hier weiter. Aha. Das könnte aber eine Höhle sein hier, ne? Höhle bedeutet aber auch Eisen. Kommen's zu mir, junge Eisens. Kommen's zu mir. Oh, Gott sei Dank, diese Wohltat. Gott sei Dank, endlich. Ich habe schon gedacht, hier wäre gar kein Eisen. Sollte ich hier runter? Oh, hier ist ja nichts. Wir haben ja nichts. Nun gut. Ah, na, wer kennt das Lied? Schönes Lied. So, dann war hier nichts außer Spesen nichts gewesen. Da geht's noch weiter. Will ich da rein? Ich weiß es nicht, aber wir sehen das erst in der nächsten Folge von Minecraft. Macht's gut, bis dann.